Willkommen zukünftiger Kryptorentner zum heutigen Video. Heute reden wir über die FED-Zinsentscheidung und einige News. Viel Spaß beim Schauen. Wie in meinem Wochenausblick bereits angekündigt, war gestern Mittwoch und somit gab es die Zinsentscheidung der FED. Bevor wir dazu kommen und anschließend uns auch noch ein paar kleinere News anschauen, ein Blick auf den Bitcoin. Du siehst bei Aufnahme des Videos am Vorabend steht der Bitcoin bei $28.352. Du siehst, er hat hier leicht runterkorrigiert. Das könnte natürlich an der Zinsentscheidung liegen. Dazu selbstverständlich gleich nochmal mehr. Zuvor natürlich auch der Blick auf den Fear and Greed Index, gestern bei 64. Solange wir uns hier, ich sag mal, über den 28.000 aufhalten, werden wir uns auch hier über der 60 aufhalten und somit in der Gier bleiben. Nichtsdestotrotz, einmal zurück hier zum Bitcoin. Was ist passiert, beziehungsweise was wurde bekannt gegeben? Möglicherweise hast du es schon irgendwo aufgeschnappt. Es ist ja eigentlich in Twitter schon hoch und runter gegangen. Und zwar, die Fed hat sich wieder dazu entschieden, wie auch bereits von mir angekündigt, das Ganze um 0,25% zu erhöhen. Somit von 5 auf 5,25%, was wiederum heißt, das Geld wird teurer, du kriegst nicht mehr so einfach einen Kredit, beziehungsweise musst du natürlich dann mehr Zinsen zurückzahlen. Das Ganze hat zum Beispiel die Auswirkung, dass es mehr Arbeitslose gibt. Sie haben auch sich gerechtfertigt und gesagt, klar, wir wissen, welche Konsequenzen das hat und wir wissen auch, dass das Ganze nicht leicht ist. Trotzdem handeln wir natürlich für das Volk und unsere Entscheidung ist einstimmig, dass wir das Ganze erhöhen müssen. Es gab keine Details darüber, ob sie wieder oder weiter erhöhen werden, ob sie aussetzen werden oder sogar senken werden. Es gab sehr viele Fragen von der Presse, wo natürlich auch vieles hinterfragt wurde, macht das Ganze Sinn oder warum werden die großen Banken dadurch halt noch größer? Auch natürlich hier sehr viele politische Aussagen. Am Ende des Tages wollen sie natürlich nicht, dass die Banken größer werden. Sie können es aber aktuell auch nicht verhindern. Man sieht natürlich auch seit März, dass immer mehr Banken hier wegsterben. Somit wirklich ein sehr interessantes Blatt und wie du hier live verfolgst, folgen kannst. Das Ganze fällt hier weiter runter. Das sind jetzt im Endeffekt die Nachwehen von der Entscheidung. Einerseits könnte man sagen, okay, komisch, dass es fällt. Man ist ja davon ausgegangen. Auf der anderen Seite ist es ja oftmals so, dass das Ganze erstmal verkauft wird, geschortet wird. So natürlich auch beim Dow Jones. Du siehst auch hier eine kleine Korrektur. Somit das Ganze ziemlich normal. Ich bin gespannt, wie sich das die nächsten Tage hier weiterentwickeln wird, denn das Ganze ist wirklich aktuell sehr heiß. Das Ganze ist wirklich sehr schwer auch für die Aktienmärkte. Das Ganze einzuschätzen, wie wird sich das Ganze weiterentwickeln, wird es hier noch weitere Zinsanhebungen geben, wovon ich ausgehe, weil er trotzdem erwähnt hat, dass das Ziel der FED die 2% Inflation sind, davon sind wir natürlich noch weit entfernt und somit ist doch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, meiner Meinung nach, und hier sind wir wieder beim Disclaimer, das Ganze ist weder eine Anlageberatung, sonst irgendwas, du musst immer noch selber entscheiden, wie du hier vorgehen möchtest, dass wir auch hier in den nächsten FED-Sitzungen natürlich noch Zinsanhebungen sehen werden. Deine Meinung, deine Prognose selbstverständlich gerne einmal unten in die Kommentare. Ich versuche dir natürlich zu antworten und ich freue mich natürlich auch, wenn eine Bewertung für den Algorithmus da lässt. Ansonsten möchte ich gar nicht hier weiter drüber reden, denn das Ganze ist aktuell warme Luft. Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Zwei News gibt es, wie erwähnt, und zwar haben wir einmal Coinbase gegen SEC. Möglicherweise ist jetzt also am Horizont nicht nur Ripple gegen SEC, sondern in Zukunft auch Coinbase gegen die SEC, denn die SEC hat ja damals mit einer Klage gedroht gegen Coinbase, wegen illegalen Handel mit unregistrierten Wertpapieren und dann hat aber Coinbase die Gegenklage gestartet und möchte jetzt hier als Branchenverteidiger dastehen und sagen, nö, wir machen nichts Verbotenes und möchte hier einfach sozusagen diese Pole Position einnehmen. Ist auf der einen Seite natürlich gut, auf der anderen Seite vielleicht einfach nur Werbung, das darfst du natürlich selbst entscheiden. Dann gibt es nochmal eine News aus den USA, die ist jetzt auch von gestern, beziehungsweise hat man sie schon vorgestern so durchsickern gehört und zwar geht es um die Steuer für die Bitcoin-Miner und so soll jetzt in den USA eine Bitcoin-Miner-Gebühr von 30% erhoben werden. Das hat Biden hier bekannt gegeben. Ob das gut ist oder schlecht ist, muss man natürlich selbst entscheiden. Auf der einen Seite, du kannst es natürlich nicht irgendwie aus dem Land verbannen, denn es wird immer noch irgendwelche Menschen geben, die das irgendwie machen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wie soll das Ganze kontrolliert werden? Wird es da Behörden geben, die das beaufsichtigen und sagen, okay, der hat hier gemeint und müsste jetzt die Steuer
Steuern zahlen. Da bin ich mal gespannt. Auf der anderen Seite haben wir das in der Vergangenheit schon in China gesehen, wo es verboten wurde. Da wurde einfach ins Ausland verlagert und zack, ging die Geschichte weiter. Somit eigentlich der Bitcoin unkillbar und der Staat möchte natürlich nur was dran verdienen. In dem Sinne soll es auch mit den heutigen News schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen, geholfen. Falls dem so ist, freue ich mich natürlich über deinen Support und wir sehen uns dann selbstverständlich spätestens morgen zum nächsten Video zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take